Hallo? Larry. Larry? Larry. Larry? Ich werde mich schon zurechtfinden. Willkommen im Darkroom. Hier ist ein violetter Streifen. Das fühlt sich feucht. Ganz schön feucht an. Na, da geht's ganz schön tief rein. Na, da geht's ganz schön tief rein. Schmeckt nach Eisen. Blach. Hallo? Larry. Hier drüben, mein Süßer. Ich hab schon alles vorbereitet. Oh je. Langsam wird's mir hier drinnen echt zu haarig. Da ist ja ein totes Tier. Ah, es lebt doch noch. So ein Glück. Es hat mir in meinen kleinen Admiral gebissen. So ein Unglück. Oh, die Bissstelle ist angeschwollen. So ein Glück. Warum schäumt mein Mund so? Langsam wird's mir hier drinnen echt zu... schön weich. Macht alles mit. Beben, nimm das Fleisch. Da geht's zur Sache. Vielleicht geht das Licht an und dann. Der Fleisch. Ach du Scheiße. Das macht Spaß. Larry! Huch, falsch verbunden. Auf Wiederhören. Oh je. Lass das Licht niemals angehen. Das macht Spaß. Larry! Huch, falsch verbunden. Oh Gott. Zum Glück erkenne ich die Stimmen nicht. Eine lappige Masse. Fühlt sich benutzt an. Es scheint mit einer zähen Flüssigkeit gefüllt zu sein. Uah. Ich würde die Menge meiner Geschlechtskrankheiten gerne überschaubar halten. Das Objekt. Etwas riecht hier fischig. Boah. Yep, das ist definitiv ein Fisch. Vermisst jemand seinen Fisch? Larry. Lass die Spielchen. Ich bin bereit für dich. Boah. Hey, dich kenne ich doch irgendwoher. Mom? Larry, ich bin dein Vater nicht. Lefty? Ich wusste gar nicht, dass du dich auch auf solchen Partys rumtreibst. Bist du nicht gegen diesen hippen neuen Scheiß? Absolut. Aber hier finde ich immer frische Zutaten für meine Brauexperimente. Aha. Moment, hast du etwa... Klar. Mir wird schlecht. Und das ist mein Stichwort. Bis später. Neftes dunkles Geheimnis, oh Gott. Ich sollte wirklich mal Zutaten sammeln. Wirkt fast wie ein Portal zu einer anderen Welt. Wow, hier steht alles Kopf. Bin ich etwa in Down Under? Nein, keine Ahnung, was mit Barb sein soll. Wirkt fast wie ein Portal. Vielleicht können wir Dinge kombinieren. Das hilft mir nicht. Das klingt wie eine Fritteuse, aber wer würde so etwas schon in einen Darkroom stellen? Wer stellt sowas in einen Darkroom? Larry? Ich will dich, Larry. Besorg's mir, Larry. Gemma und Aaron. Dick, bist du das etwa? Skeptisch, die Haare wuscheln. Ich weiß nicht, ob das wirklich mein Ding ist. Na, gefällt dir das? Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher.
Du kleiner Freak. Ich weiß nicht, was ich da tue. Okay, aber ich will auch mal das große Löffelchen sein. Polizei! Alle Hände und Genitalien dahin, wo wir sie sehen können! Wir suchen einen Larry Lovitch. Ah nein, Leffer! Larry Leffer! Sie sind verhaftet! Weswegen? Oh je. Okay, bringen wir es hinter uns. Name? Kein Gefängnis kann mich aufhalten. Dann geh doch. Ich könnte jederzeit gehen, aber das entscheide ich selbst. Ha! Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Muss ich dir die Insta-Crap-Story unter die Nase halten, die sich gerade rasend verbreitet? Nein, danke. Doch, bitte. Larry. Larry Leffer. Wie ist dein Name, Süße? Anu Singh. Ich bin deine Pflichtverteidigerin. Hey, du warst doch auch vorhin im Hell's Paw. Du hast sogar mit mir geredet. Leider. Später schon was vor? Ja. Pflicht? Du solltest es als eine Ehre ansehen, mich verteidigen zu dürfen. Du kannst gern deinen eigenen Anwalt anrufen, wenn du einen hast. Das dachte ich mir. Was wird mir eigentlich vorgeworfen? Eine ganze Latte. Sexuelle Belästigung eines Gargoyle. Aha. Der Gargoyle hat angefangen. Vergiften einer Internetpersönlichkeit. Das war nur ganz wenig Gift. Beschädigung eines Glücksspielautomaten unter Zuhilfenahme eines illegalen Nagetiers. Ah, deswegen. Es war dunkel und ich hatte getrunken. Beleidigung einer älteren Dame. Okay. Das war als Kompliment gemeint. Illegales Plakatieren. Unser Dorf soll schöner werden. Ausübung einer Tätigkeit als Privatdetektiv ohne Lizenz. Die hole ich in der Abendschule nach. Vortäuschung einer Qualifikation als Internettechniker. Man kann mir viel nachsagen, aber keine Qualifikation. Erzeugen eines Risses im Raum-Zeit-Kontinuum durch Ignorieren des Kanons der Vorgänger. Al ist nicht ans Telefon gegangen. Das dürfte ja wohl für den Moment reichen. Kann ich jetzt gehen? Ich warte auf meine Ablösung. Die kann sich um deinen Fall kümmern. Gerade habe ich wirklich wichtigere Dinge zu tun. Sollte jemand die unverschämt hohe Kaution hinterlegen, darfst du natürlich gehen. Aber bis dahin verhältst du dich besser still. Jedes gute Abenteuer endet irgendwo im Knast. Hey, Knastbruder. Schwester. Was hast du verbrochen? Hallo. Ich warte auf meine Leibesvisitation. Warum so laut? Weil dieser heiße Arsch in Uniform schwerhörig ist. Weißt du, dass der bestaussehendste Mann in der ganzen Stadt ist? Kann noch eine ganze Weile dauern. Mach es dir unterdessen bei mir bequem. Du hast das eingerichtet? Sieht irgendwie tuckig aus. Scheint, als wäre nicht nur dein Modegeschmack veraltet, Süßer. Inzwischen sind Menschen wie du und ich doch total in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Moment. Denkst du vielleicht, ich wäre... Kleiner, keine Sorge. Dein Geheimnis ist bei Bruder Tuck so sicher wie die Jungfräulichkeit von Maria in einem Stall voller Engel. Ich bin nicht schwul! Natürlich nicht. Und ich habe meinen Schwanz auf gar keinen Fall hinten hochgeklebt. Du hast einen Penis? Das fragt man doch keine Lady. Ich bin schwer verwirrt. Ich bin wirklich unschuldig. Wirklich?
wie langweilig. Stehst du etwa auf böse Jungs? Nicht nur auf die, auch auf die bösen Mädchen. So muss das. Wo ist mein ganzer Kram? Da kommst du nicht ran, Schätzchen. Die liegen alle in der Asservatenkammer. Aber dein Piefund liegt da noch auf dem Safe. Das müssen sie noch bearbeiten. Da muss man doch irgendwie rankommen. Wenn du mit den Händen so geschickt bist, wärst du ein heißer Kandidat für meine überfällige Leibesvisitation. Du scheinst dich da ja ganz schön drauf zu freuen. Ich mag es einfach, von starken Männerhänden überall angefasst zu werden. Außerdem habe ich noch eine Überraschung in mir versteckt. Ich musste ja fragen. Boah. Hast du eine Idee, wie wir hier rauskommen? Mir fällt bestimmt etwas ein. Aber sieht das etwa so aus, als würde ich hier raus wollen? Aber wenn ich dir zu deiner Untersuchung verhalte, bist du bei der Flucht? Hallelu! Das ist Musik in meinen Ohren. Warum wollen die dich nicht untersuchen? Genau das frage ich mich auch. Die letzte Leibesvisitation ist schon wieder 3 Tage her. Moment. Lässt du dich absichtlich einsperren? Eine Drag Queen tut, was eine Drag Queen tun muss. Drag Queen? So wie in der Cocky Horror Picture Show? Na, Lust auf einen Time Warp? Nicht schon wieder. Ruhe da drinnen, sonst komme ich raus. Da hast du deine Antwort. Wir müssen etwas finden, was laut genug ist, um ihn zu nerven. Aha. Was könnte denn hier laut genug sein? Außer... Ja? Sie? Nicht anfassen! Sie ist heilig. Man huldigt ihr nur. Werbung für eine Sängerin oder Wimperntusche? Man weiß es nicht. Hat sich hier ein Vorbild dran genommen. Pümpel ohne Stiel. Das ist ein neuer Inventar hier. Fantastisch. Da scheint Licht von draußen rein. Da, dass ich einmal die Welt durch Gitterstäbe sehen würde. Oha. Da standen wir noch neulich vor. Irgendwer hat vor dem Polizeirevier eine Trillerpfeife verloren. Dann haben wir ja schon was, was laut ist. Das riecht. Boah, extrem. Ich habe versucht, mein eigenes Parfum zu kreieren. Golden Rain. Hat aber nicht so gut funktioniert, wie ich es erhofft hatte. Das widerliche Zeugs kannst du ruhig haben. Wenn wir irgendwo viel noch gebrauchen können. Eher nicht. Ein Pumpe. Sorgt für eine hübsche Stimmung. Hey, ich habe alles mit viel Hingabe dekoriert. Keine Sorge, ich leihe mir das nur kurz aus. Ein Medikament auf dem Tisch. Erstmal braucht der Pömpel einen Stiel. Wo kriegen wir jetzt einen Stiel her? Hey, Knastbruder! Schwester! Hallo, schöne Frau. Na, Süßer, ich liebe dein Outfit. Endlich jemand, der Ahnung von Mode für Männer hat. Du hast ja keine Ahnung, Schätzchen. Wir werden ja noch genug Zeit zum Plaudern haben. Das ist Schluss. Das wäre ja auch zu leicht gewesen. Ich gewöhnte mich langsam an das Leben hinter Gittern. Ich würde rankommen, aber ich habe keinen Stempel. Stempelkasten. Damit werden bestimmt die ganzen Entlassungsanträge abgelehnt. Hallo, Pi. Sie scheint mich nicht zu hören. Wie schnell man so ein nerviges Ding doch vermisst.
Hallo? Niemand reagiert. Wir sind wohl nicht laut genug. Irgendwo dahinter ist der Polizist. Dann machen wir mal ein bisschen Lärm. Mal sehen, ob das laut genug ist. Offensichtlich nicht. Oder hey, doch? Was soll der Krach? Meine Zellennachbarin besteht auf einer Leibesvisitation. Genau, ich warte schon die ganze Zeit. Was? Du bist schon wieder hier? Wie? Das mache ich nicht mehr. Von mir aus könnt ihr beiden euch selbst darum kümmern. Ich will noch mal mit meiner Anwältin sprechen. Die hat wichtigere Dinge zu erledigen. Ich auch. Ich war's nicht. Ich habe die Instagram-Story auch gesehen. Ich wollte nur sicher gehen. Oh, nichts. Na, fantastisch. Das wollte ich nicht. Das ist gut, so wie es ist. Das hilft mir nicht. Das ist gut, so wie es ist. Besser nicht. Können wir irgendwie unser Handy hier empfangen? Erstmal. Wo kriegen wir jetzt einen Stiel her? Nicht anfassen! Siehst. Hey, Knastbruder! Schwester. Hast du eine Idee, wie wir. Mir fällt bestimmt etwas ein. Aber sieht das etwa so aus, als würde ich hier. Aber wenn ich dir zu deiner Untersuchung verhelfe, hilfst du mir bei der Flucht? Halleluja! Das ist Musik in meinen Ohren. Warum wollen die dich nicht untersuchen? Genau das frage ich mich auch. Die letzte Leibesvisitation ist schon wieder 3 Tage her. Moment. Lässt du dich absichtlich einsperren? Eine Drag. Drag? Ne? Nicht ja. Ruhe da drinnen, sonst komme ich raus! Da hast du deine Antwort. Wir müssen etwas. Die Chef hat ja nicht geholfen. Das hilft mir nicht. Darauf pfeife. Es lässt sich nicht mehr anlocken. Es lässt sich nicht. Ich würde rankommen. Da führt es nach, dass ich einmal die Welt durch. Wie nach seiner Option aus. Okay, die Pfeife können wir nicht benutzen. Die Pfeife sitzt jetzt hinter Gittern. Sie hat sich hier häuslich eingerichtet. Ist ja sonst irgendwas? Besser nicht. Wir könnten nach draußen pfeifen. Das wäre eine Idee wert. Wie kommen wir jetzt hier raus? Ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier raus will, weil dann. Dann. Gibt's wieder neue Rätsel. Erstmal braucht der Pömpel einen. Okay, wo ging mir den Stiel her? Das hilft mir nicht. Besser nicht. Besser nicht. Das muss nicht parfümieren. Tja.
Es lässt sich nicht mehr anlocken. Hey, knapp. Dann durchsuche ich dich halt. Gib dir etwas mehr Mühe, Schätzchen. Sie haben das Recht zu schweigen und, Warum liegt denn hier Stroh rum? Ich hatte schon schlimmere Dates. Officer, ist das Ihr Prügel oder freuen Sie sich, mich zu sehen? Wie macht man das denn auf? Vorsicht, das ist nur mit der Heißklebepistole fixiert. Das ist aber groß. Oh je. Ach, Sie schuft. Ich bin Jungfrau. Hey, ich auch. Also vom Sternzeichen her. Ach, Sie haben aber kalte Hände. Ach, und so feucht und... Was ist das denn? Schön, dass ich das nicht sehen muss. Hups, wie ist das denn da reingeraten? Okay, ich muss mir jetzt erstmal die Hände waschen. Ich brauche jetzt eine Pause. Und ich wünschte, ich könnte das alles schnell vergessen. Ja. Okay, warum haben wir eine Gurke im Inventar? Lang und steif. Ja, ja, ich weiß. Ah. Können wir als Stiel benutzen. Eine Gurke mit Saugnapf. Jetzt können wir das Klo sauber machen. Das hilft mir nicht. Können wir das vielleicht mit dem... Besser nicht. Stempelkisten verwenden. Können wir hier vielleicht ein Wurfding draus machen? Ein Wurfsaugnapf. Und das Handy holen. Sehr schön. Hallo Pi. Wie kann ich dir weiterhelfen, Larry? Na, hast du mich vermisst? Oh. Ich muss hier irgendwie raus. Ich bin unschuldig. Ich rufe deinen Notfallkontakt an, Richard Ryder. Warum ist Dick mein Notfallkontakt? Hat er sich etwa selbst eingetragen, als er... Naja, auch egal. Hol mich hier nur raus, egal wie. Hallo? Das wäre ja auch zu leicht gewesen. Mhm. Ich würde rankommen, aber... Hä, was ist jetzt los? Das wäre ja auch zu... Habe ich den Bach ausgelöst? Sie hat sich hier häuslich eingerichtet. Ich brauche jetzt eine Pause. Und ich wünschte, ich könnte das... Da führt es nach draußen, dass ich einmal die Welt durch Gitterstäbe sehe. Jetzt kann ich das Handy wieder benutzen. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Verdammt, ich habe das Spiel. Ich soll das Spiel häufiger speichern. Oh Gott. Damit ist das Let's Play hier beendet. Ich glaube, da ist etwas drin, aber der Busch ist zu dicht. Ich habe das Spiel gecrashed. Oh nein. Hallo, ich warte auf meine Leibesvisitation. Hallo, Pi. Wie kann ich dir weiterhelfen, Larry? Na, hast du mich vermisst? Oh.
Ich muss hier irgendwie raus. Ich bin unschuldig. Ich rufe deinen Notfallkontakt an, Richard Ryder. Warum ist Dick mein Notfallkontakt? Hat er sich etwa selbst eingetragen, als er... Naja, auch egal. Hol mich hier nur raus, egal wie. Hallo? Ich bin im Gefängnis. Larry, haben Sie dich erwischt? Ich stecke hier in einer Zelle und niemand hilft mir. Larry, es tut mir wirklich leid, dass ich dich so versetzt habe. Du hast was gut bei mir. Ich hol dich raus. Larry, bevor du etwas sagst, möchte ich mich entschuldigen. Weswegen? Ich war mit dir auf einem Date im Hell's Pawn und ich habe mich wirklich darauf gefreut. Und ich habe gedacht, ich wäre über Lance hinweg, aber dann, im Darkroom... Ich bin deswegen auch total beleidigt. Das kann ich wirklich verstehen. Nein, war nur ein Witz. Ich stehe gar nicht auf Männer. Moment. Du bist eine Hete? Warum haben wir dann bei Timber gematcht? Ich bin mir sicher, dass auf deinem Profil steht, dass du bisexuell bist. Diese Prune-Typen meinten, das käme gut bei Frauen an. Oh Mann, Larry. Ich mag dich. Dann sind wir ab jetzt eben Freunde. Ohne Benefits. Ich schulde dir, glaube ich, noch ein Bild. Ich schicke es dir rüber. Ich bin sicher, es wird dir helfen, die richtige zu finden. Danke. Ich aktiviere es gleich mal. Ach, Larry, da wäre noch was, was Lance angeht. Ich habe eingesehen, dass er einfach der Richtige für mich ist. Schluss mit dem Dating-Wahnsinn. Aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Seit dem Vorfall redet er nicht mehr mit mir und hat mich überall geblockt. Kannst du vielleicht mit ihm sprechen? Lance ist wie Wachs in meinen Händen. Ich mach's. Unter einer Bedingung. Du musst mir die Höchstpunktzahl bei Timber geben. Die brauche ich nämlich für meine große Liebe. Faith. Das hätte ich sowieso getan. Aber klar, abgemacht. Lance sieht ein Problem darin, sich öffentlich zu uns und seiner Sexualität zu bekennen. Er denkt, es hätte Nachteile für ihn. Wenn er doch bloß nicht so viel darauf geben würde, was andere von ihm denken. Ich würde mich so gern mit ihm versöhnen. Wie kannst du denn so offen damit umgehen? Für mich war das nie ein Problem. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass mich der weibliche Körper nicht anzieht. Der männliche aber dafür umso mehr. Außerdem haben mir Ikonen wie Lady Gag oder Freddy Quicksilver geholfen, damit offener umzugehen. Aha, also muss ich Lance einfach zeigen, dass er nicht auf Frauenkörper steht, sondern auf Penisse. Und ich muss ihn dazu bringen, an diese schwulen Ikonen zu glauben. Was? Das habe ich eigentlich nicht gemeint. Es ist ja nicht so, dass man einfach... Kein Problem. Ist schon so gut wie erledigt. Ich bin nicht nur ein guter Liebhaber, sondern auch ein exzellenter Verkuppler. Vielleicht hätte ich lieber jemand anderes fragen sollen. Larry, du hast neue Vorschläge bei Timber. Eben noch im Knast, jetzt wieder im Geschäft. Larry Leffer ist zurück, Ladies. Bald sind wir zusammen, Faith. Huch! Der Polizist hat mir zwar meine Sachen wiedergegeben, aber es fehlt einiges. Und irgendwie sind auch Sachen dabei, die mir nicht gehören.